Einen herzlichen Gruß aus Köln, heute am Gedenktag des heiligen Papstes Johannes Paul II. Hier eine Zeichnung von Ernst Günther Hansing, die ihn typisch darstellt, versunken im Gebet, in der Meditation. Johannes Paul II., ein großer Papst. Vielleicht wird ihm die Geschichte einmal den Titel geben, der Große. Vieles könnte man über ihn sagen. Ich möchte drei Punkte erwähnen. Das erste Wort sozusagen, das sich eingeprägt hat in der Öffentlichkeit, reißt die Tore weit auf für Jesus Christus. Das war seine Botschaft in die Welt hinein. Denn wenn man Christus in die Welt hineinlässt, ins Herz hineinlässt, in die Gesellschaft hineinlässt, dann kann er heilen das, was wir nicht ohne ihn tun können. Der zweite Aspekt, das Stichwort Leben, die Kultur des Lebens, war ihm immer ein großes Anliegen. Den Schutz des Lebens, die Würde des Lebens vom ersten Augenblick des Daseins an bis zum letzten. Deshalb konnte für ihn Abtreibung auch nie eine Problemlösung sein, denn Abtreibung ist ein doppelter Gewaltakt gegen Kind und Mutter. Er, der Anwalt des Lebens für eine Kultur des Lebens. Und der Leib. Er hat in einer besonderen Weise neu die Würde des menschlichen Leibes herausgestellt. Der Leib ist der Ort, an dem sich die Seele zeigt. Der Leib ist nicht irgendeine Hülle, sondern wie ein Instrument, das die Melodie des Komponisten zum Klingen bringt. Und dieser Komponist ist am Ende Gott. Und unser Geist, unsere Seele, sie bringt diese Melodie Gottes, die uns hineingelegt ist, durch den Leib zum Klingen. Ich konnte mich ein wenig näher damit beschäftigen in meiner Promotion. Das hat mich damals sehr bereichert. Und es war dann noch ein schönes Erlebnis, dass ich ihm meine Promotion überreichen durfte. 2003. Sogar noch ein kleines Erinnerungsfoto von, was mir natürlich sehr lieb ist. Und er hat mir dann auch ein Exemplar des Buches signiert. Und das ist natürlich für mich auch jetzt etwas ganz Besonderes. Johannes Paul II. Aber wichtiger, er ist uns ein guter Fürsprecher im Himmel. Vertrauen wir uns seiner Hilfe an.